really like Herman. It's a good friend. Yeah. It's a very special person. I think he does a wonderful party, and it's one of the parties where really people have fun. He's just a wonderful spirit. I met him last night for the first time, and he has that joy that chocolate brings. He's just very warm immediately, very, very warm, very open. He will be great, and I'm looking forward to see it. Yeah, well, you know, I think it's a highlight of the night to see the fashion show. Hours and days and weeks and months of work goes into making these dresses from the packaging and the chocolates and the biscuits. Ich freue mich auf die Modenschau. Ich war tatsächlich noch nie bei der Modenschau dabei und bin gespannt, was man so aus Schokolade alles zaubern kann. Dolce Vita heißt für mich das gewisse je ne sais quoi, Lebensqualität, Dekadenz, im Moment leben und genießen. Muah. Heute Weltpremiere Heavy One Power Cookie, powered by Lamberts. Wir sind sehr stolz drauf, er ist sehr hoch nachgefragt. Es hört sich lecker, genussvoll und exotisch an. It's amazing, you know, this is one of my favorite events every year. So I'm just glad to be here, excited to support Herman and Lamberts, and it's gonna be an amazing evening. Deutsche Vita heißt einfach das Leben genießen, so wie Herman das wunderbar macht, und zu connecten und sie alle zusammenzubringen. Networken, das kann keiner so gut wie unser Süßigkeitenpapst Herman. Deutsche Vita heißt eigentlich ein bisschen rumhängen, ne? Nicht allzu viel zu tun. Also auf jeden Fall ist das auf jeden Fall immer die Party eigentlich des Jahres. Springbrunnen Rom, ich freue mich sehr. Wie so wie Schokolade. Ja, so ein kleiner Oscar ist es ja schon. Und heute ist ja Deutsche Vita, heute ist ja, ne, das Thema. Vita ist doch immer irgendwie, oder? Vor allem hier in Köln während der Süßwarenmesse. Also, ich finde, Herman Böhberg ist ein Phänomen, dass er es immer wieder schafft. Internationale Stars, jedes Jahr ein Top-Event. Also freue ich mich drauf und bin immer froh, wenn ich dabei sein kann. Ein sehr schönes Event und heute auch das Thema Deutsche Vita finde ich sensationell. Ja, mein Gott, ich meine, Köln ist ja schon fast wie Hollywood. Ich freue mich wahnsinnig, weil ich das letzte Mal aufgetreten bin und ich habe einfach mal zu Herrn Bühlbecker gesagt, ich möchte mal genießen. Ich freue mich riesig, ich habe schon sehr viel davon gehört. Das ist nochmal das Highlight in meinem Amtsjahr und ich freue mich auf das, was kommt. Es ist eine richtige Hollywood-Party hier. Jeder ist da und es ist immer eine schöne Sache, weil es ist die erste große Veranstaltung in diesem Jahr und im Januar muss man einfach mal dabei gewesen sein hier bei Lamberts. Und ich bin gespannt, was heute wieder als Überraschung kommt, denn jede Veranstaltung bisher hat ja wie eine Bombe eingeschlagen. Immer wieder war was Neues dabei, Faszinierendes dabei. Das ist eben etwas, was diese Veranstaltung auch so einmalig macht. Man freut sich am Ende eines solchen Abends, wenn man das Gefühl hat als Gastgeber, dass seine Gäste Freude haben. Und wenn man um 3 Uhr noch da ist und auch viele liebenswürdige Menschen um 3 Uhr noch da sind, ist das ein Indikator dafür, dass es eigentlich ganz lustig war. I think he should bring the event to California, yeah, or to Vegas, oh, or to New York. I think that's a great idea. In bed, that's a great idea. Yeah, I'm telling you. They would go nuts in Vegas. In Italy, we don't have this kind of show. We don't exist. Okay. With this wonderful lights, costumes, you know, it's an atmosphere.